fertig. Grüß Gott. Der nächste, bitte. Ja, die nehme ich, die gefällt mir. Packen Sie mir bitte ein. Zeit hätten, mit dem Karten zu spielen. Na, ich habe ihm gleich gesagt, Herr Rohn hat bestimmt keine Zeit, der macht ja seine Diplomarbeit. Ja, ja, aber warum eigentlich nicht? Es ist manchmal ganz gut, wenn man eine Pause macht. Ach, da wird Vater sich aber freuen. Wer ist denn der Dritte? Eugen Willisch. Kann er es denn endlich? Ja, er lernt es, glaube ich, nie richtig. Schon ganz aufgeregt. Ich bin in einer Minute unten. Ja. Kann ich das Bier schon angießen? Das ist aber nett, dass Sie Zeit für uns haben. Man muss sich ja mal ablenken. Ja, ja, natürlich. Sie haben sowieso einen Fehler. Ja, ja, Sie sind zu ehrgeizig. Sie wollen es unbedingt schaffen. Oh, Vater. Ja, aber so ist es doch. Aber schafft er sowieso alles mit der linken Hand. Eugen! Ja, ich komme schon. Ich finde es überhaupt ein großer Fehler von jungen Leuten, dass sie nicht warten können. Guten Abend, Harald. Guten Abend, Eugen. Ich verliere sowieso. Wie kannst du sagen, du verlierst sowieso? Skat ist kein Glücksspiel. Da muss man eben nur aufpassen. Nehmen wir ein Beispiel in Rom, der passt auch. Das ist überhaupt ein ganz, ganz gerissener Spieler. Na, ich weiß nicht, wer von uns beiden gerissener ist. Lena, Block und Bleistift. Ja, ich hol schon. Da in der Schale. Ist das eigentlich so wichtig, Skat spielen? Oh ja, gesellschaftlich schon. Ich meine, wenn man es kann. Müsstest du da nicht mehr sein als nur Geldbote? Vielleicht keine sehr große Sache, viel Geld zu transportieren, anstatt viel Geld zu verdienen, aber es ist immerhin ein Beweis für einen einwandfreien Charakter. Wenn die Scheißkarten nicht passen. Ich habe auch ein Scheißspiel. So redet ja nicht. Ich denke, das darf man nicht dabei. Dabei redest du von einem einwandfreien Charakter. Bin ich frech, ja? Also, 18? Okay, weg. Wenn Ihnen mal was passiert mit dem Geld, Herr Seilbach, wer kommt da eigentlich für den Schaden auf? Sind Sie versichert? Ja, natürlich. Was dachten Sie denn? Ui. Oh. Ja. Haben wir noch einen Bleistift? Ja, Moment, ich habe einen. Hier. Meinst du, spielst den Jungen? Meinst du? Dann los, mach schon. Ui, was ist denn das da? Ja, grün. Grün ist die Hoffnung. So, Herz. Ja, danke. Ja, Moment. Warum? Moment. Der Junge ist von uns. So lernst du es nie. Nie lernst du es so.
Bis Gott. Also bis morgen dann, Herr Sarah. Bis morgen dann. Ja, wird schon Herbst. Da drüben ist er raus. Durch den Durchgang. Was ist denn da los? Da muss ein Überfall gewesen sein. Jemand hat Überfall geschrieben. Der nächste, bitte. Hier, die Tasche lag da hinten im Hof. Nein. Nein, das ist nicht meine Tasche. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich überfallen worden. Von dem Kerl ist keine Spur mehr zu finden. Zum ersten Mal in meinem Leben. Hauptsache, Ihnen muss nichts passiert sein. Ach komm, jetzt. Ich hol gleich die Polizei. Und Sie gehen bitte an Ihre Arbeit, ja? Zum ersten Mal.
Wer ist denn da? Ich bin es, Seibach. Ah, Herr Seibach. Guten Abend, Herr Seibach. Guten Abend, Herr Rohn. Ja, kommen Sie rein. Was gibt's denn? Ach, ich hätte nur eine kleine Bitte. Ja, worum geht's denn, Herr Seibach? Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie mir den Kugelschreiber noch einmal geben können, den Sie mir gestern bei dem Skat geliehen haben. Den Kugelschreiber, ja, natürlich. Ja. Ich habe ihn Ihnen zurückgegeben nach der Partie. Ja? Tja, ich muss ihn verloren haben. Ja. Danke. Ich habe ihn gefunden. Nach dem Überfall. Grün. Schreibt grün. Wieso ist das mein Kugelschreiber? Die gibt's doch wie Sand am Meer. Aus der Tatsache, dass ich meinen im Moment nicht finde, können Sie doch gar keine Schlüsse ziehen. So ein Kugelschreiber ist doch Dutzendware. Ist doch niemals ein Beweismittel. Beweismittel? Ja, für was denn? Fällt Ihnen gar nicht auf, dass Sie mich gar nicht gefragt haben, was eigentlich passiert ist? Sie haben nicht gefragt, weil Sie es wissen. Ach, Rom, wie sind Sie eigentlich auf diesen entsetzlichen Gedanken gekommen? Sie haben doch ein Stipendium. Es geht Ihnen doch gut, Sie haben doch Geld für das Notwendigste. In einem Jahr wären Sie fertig gewesen. Hätten Sie Ihr Leben auf anständige Weise führen können, so hätten Sie Ihr ganzes Leben verkorkst. Ihr ganzes Leben. Herr Seibach, haben Sie die Polizei schon verständigt? Nein. Ich wollte erst selbst Gewissheit haben. Sie hatten einen Verdacht, den Sie noch niemandem mitgeteilt haben? Warum fragen Sie das? Eugen und Lena wissen nichts? Nein. Nein, wissen nichts. Wie gut wird Ihr Beruf bezahlt, Herr Seibach? Naja, also. Lassen Sie mich ausreden. Ich weiß doch Bescheid. Ich sehe doch, was los ist. Sie transportieren das Geld anderer Leute und haben selber nichts. Weil es Ihnen nicht zusteht? So wie es mir nicht zusteht? Was wollen Sie denn damit sagen? Hier. Nehmen Sie die Hälfte. Niemand wird jemals etwas davon erfahren. Es ist ganz ohne jedes Risiko, wenn Sie das Geld nehmen. Ziehen Sie Ihre Jacke an. Warum? Weil ich Sie zur Polizei bringe. Wollen Sie sich das nicht doch noch überlegen? Da gibt's nichts zu überlegen. Sie bringen mich da jetzt in eine Zwangslage, Herr Seibach. Und die haben Sie sich bereits gebracht. Ich habe nicht die Absicht, mein Leben zu zerstören. Das haben Sie doch bereits getan. Herr Seibach, ich flehe Sie an. Großer Gott, wozu zwingen Sie mich? Hier. Nehmen Sie das ganze Geld. Bringen Sie es zurück. Aber erwähnen Sie mich nicht. Ich müsste die Unwahrheit sagen. Das können Sie von mir nicht verlangen. Sie müssen verstehen, dass ich Sie nicht gehen lassen kann. Sie machen es mir unmöglich.
Und? Hilfe! Wer muss doch hier sein? Er hat doch Licht an. Herr Ruhn? Ach, entschuldigen Sie bitte, Herr Ruhn. Sie haben doch noch nicht geschlafen. Nein, ich bin im Sessel eingeschlafen. Was gibt's denn? Vater ist überfallen worden. Ja, was? Wir sind angerufen worden. Er wollte gerade ins Auto steigen. Da hat ihm jemand die Tasche mit dem Geld aus der Hand gerissen. Ist ihm was passiert? Nein, Gott sei Dank nicht. Die Polizei ist gleich gekommen und hat alles abgesucht, aber der Kerl war wie vom Erdboden verschwunden. Aber was sagst du dazu? Harald Jondor gestern haben auch davon gesprochen. Ja. Und Lena hat jetzt Angst. Ja. Würdest du vielleicht mit uns runterkommen? Ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe Angst. Wieso denn Angst? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, weil es noch nie passiert ist. Er hat immer gesagt, mir passiert sowas nicht. Er ist noch auf der Polizei, aber er wird gleich kommen. Oder wollen Sie doch lieber schlafen gehen? Nein, nein. Ja, wir können auch so lange Karten spielen, bis er kommt. Kommst du mit, Ronne? Ja, ich muss nur sehen, wo der Schlüssel ist. Nur bis Vater kommt. Ja. Danke. Sollen wir nicht Karten spielen, bis er kommt? Bitte nimm's mir nicht übel, Eugen, aber das... Machen Sie sich auch Sorgen, Herr Ruhn? Sorgen? Naja, ich sehe es Ihnen doch an, dass Sie besorgt sind. Ich auch. Der müsste doch längst hier sein. Es ist schon über eine Stunde her, dass er angerufen hat. Gesagt hat, er käme jetzt sofort nach Hause. Er hat Sie angerufen? Ja. Sie haben selbst mit ihm gesprochen? Ja. Er hat gesagt, er hätte noch auf der Polizei zu tun und käme dann sofort nach Hause. Was hat er denn über den Überfall gesagt? Er hat denn nur so eine komische Bemerkung gemacht. Ja? Was denn? Das sei eine ganz traurige Sache. Ja, ich weiß auch nicht. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber ich möchte gern wieder nach oben gehen. Ach, ich bitte Sie, Herr Ruhn, gehen Sie ruhig wieder rauf. Wahrscheinlich hat es doch auf der Polizei länger gedauert.
Irgendwas muss passiert sein. Er hätte sich doch sonst längst gemeldet. Ja, aber was soll denn passiert sein? Es ist 12 Uhr. Ob ich mal auf die Straße gehe? Ich gehe mal eben runter. Er kommt doch sowieso mit dem Auto. Es hat doch keinen Zweck, ihm entgegenzugehen. Dann rufe ich noch mal an. Ich rufe noch mal bei der Polizei an. Seiner eigenen Haustür. Aber keiner hat was gehört. Kein Streit, kein Wortwechsel. Man hätte hören müssen, wenn es heute Nacht da Krawall gegeben hätte. Aber nächtlichen Krawall, da wird geprügelt und geschlagen. Da wird er nicht gewürgt. Wo wohnt er denn? Erster Stock. Mann ist Witwer, hat zwei erwachsene Kinder. Guten Tag. Nein, bitte bleiben Sie sitzen. Das ist Fräulein Seibach und Ihr Bruder. Dürfen wir uns setzen? Ja, bitte. Danke. Ich fasse einmal zusammen, was wir wissen. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich etwas Falsches sage. Ihr Vaters Geldbote? Ja. Gestern Abend gegen 6:30 hat er vom Kassierer des Supermarktes in der Ringstraße rund 27.000 Mark Tageseinnahme erhalten. Er steckte sie in eine Aktentasche, um sie zur Bank zu bringen. Im Hof wurde er überfallen, die Tasche wurde ihm entrissen, der Täter rannte davon. Das hat Ihr Vater zu Protokoll gegeben. Gegen 9 Uhr hat er die Kriminalpolizei verlassen. Er setzte sich in seinen Wagen, um nach Hause zu fahren. So. Und jetzt fängt die Sache an, merkwürdig zu werden. Nehmen wir an, er ist nach Hause gefahren. Also, er kommt vor dem Hause an und wird dort umgebracht. Es ist doch nicht denkbar, dass ein Toter den ganzen Abend dort gelegen hat, ohne dass er gefunden wird. Und die Straße ist ruhig, aber so ruhig doch auch nicht. Da gehen Passanten vorbei, da kommen Hausbewohner. Das ist doch undenkbar. Ich glaube, dass Ihr Vater woanders ermordet worden ist. Und dass man ihn dann vor seine Haustür gesetzt hat. Und das war erst sehr viel später. Dafür spricht auch die Tatsache. Ja, dafür spricht auch die Tatsache, dass der Tote nur einen Schuh trug. Der andere wahrscheinlich ist dort, wo er ermordet wurde. Aber er hat doch gesagt, er würde sofort nach Hause kommen. Er hat doch mit mir telefoniert. Von wo hat er telefoniert? Von der Polizei. Er hat gesagt, er wäre noch auf der Polizei, aber er würde sofort nach Hause kommen. Er muss sofort nach Hause gekommen sein. Mm-mm. Ich bin überzeugt, dass er einen Umweg gemacht hat. Wo könnte er noch gewesen sein? Ich weiß es wirklich nicht. Als er mit Ihnen telefonierte, hat er keine Andeutung gemacht? Nein. Denken Sie bitte genau nach. Es wäre sehr wichtig. Er hat eine Bemerkung gemacht, die ich nicht verstanden habe. Er sagte, das ist eine ganz traurige Sache. Wann hat er das gesagt? Als er von dem Überfall erzählt. In dem Zusammenhang? In dem Zusammenhang. Ganz genau jetzt. In welchem Zusammenhang hat er diese Bemerkung gemacht? Ich war ganz entsetzt. Ich habe zu ihm gesagt, wieso bist du überfallen worden? Wie denn? Von wem denn? Und er hat gesagt, das war ein junger Mann mit Kapuze. Und dann hat er hinzugefügt, das ist eine ganz traurige Angelegenheit. Es
Das muss ja nichts bedeuten, aber... Aber? Vielleicht hat ihn erkannt. Ich weiß nicht. Könnte einen Verdacht gehabt haben. Bei der Polizei hat er nichts davon gesagt. Er wollte sich vielleicht nur Gewissheit verschaffen. Ich meine, wer soll den Mann umbringen? Wer soll das machen? Ohne ein erkennbares Motiv. Und das Motiv kann doch nur der Überfall sein. Wenn wir davon ausgehen, dass er später nach Hause gekommen ist, einfach weil er diesem Verdacht nachging. Das ist möglich, ja. Fräulein Seilbach, gibt es im Bekanntenkreis Ihres Vaters, gibt es da einen jungen Mann, dem dieser Überfall zuzutrauen wäre? Nein. Ja, sagen Sie nicht gleich nein, überlegen Sie doch mal. Jemand, der sich erkundigt hat, wann Ihr Vater das Geld abholt und wie viel und welchen Weg er nimmt. Fällt Ihnen da niemand ein? Nein. Nein. Es müsste jemand sein, den Ihr Vater gekannt hat. Den vielleicht sogar Sie kennen. Wir kennen niemanden. Niemanden jedenfalls, dem so etwas zuzutrauen wäre. Der einzige junge Mann, den wir kennen, der wohnt oben im Haus. Der kommt abends manchmal zum Kartenspielen runter. Und wer ist das? Das ist Herr Rohn, ein Student. Das ist ein Freund. Mhm. Er hat gestern Abend mit uns auf Vater gewartet. Können wir mal reinkommen? Er ist nicht da. Aber die Tür ist doch offen. Erlauben Sie mal. Ja, weit kann ja nicht sein auf Stumpfen. Herr Rohn? Ich finde das nicht richtig, dass wir so einfach da reingehen. Ich denke, es ist ein guter Freund von Ihnen. Ja? Oh, guten Morgen, Herr Rohn. Die Tür war offen. Haben Sie gehört, was passiert ist? Ja, ich hab's vom Fenster aus gesehen und dann bin ich runtergelaufen. Ihr Vater ist... Ja. Tag. Oberinspektor Derek, Kriminalpolizei. Das ist Inspektor Klein. Wann haben Sie es gehört? Gerade eben. Ich hab vom Fenster aus bemerkt, dass irgendwas passiert sein muss. Nein. Ich sah Polizeiautos und hab Leute reden gehört und dann... Bin ich runtergegangen und habe gehört, dass Herr Seilbach ermordet worden ist. Ja. Sie sind ein Freund von Herrn Seilbach, ne? Ja, wir haben manchmal zusammen Karten gespielt. Lassen Sie uns mal mit Herrn Rohn allein, Frau Seilbach. Ja. Danke. Auf Strümpfen runtergegangen. Ja, ich habe mir gerade die Schuhe ausgezogen. Das mache ich immer, wenn ich zu Hause bin. Und bin dann mit den Schuhen in der Hand an die Tür, habe unten Leute vom Mord reden gehört und dann bin ich runtergelaufen, so wie ich war. Dabei habe ich gestern Abend noch mit Eugen und Lena auf Herrn Seilbach gewartet. Sie kamen rauf und haben gesagt, dass ihr Vater überfallen worden sei. Man habe ihm die Tasche weggenommen und dass sie auf ihn warteten. Und welche Zeit waren das? Was, welche Zeit? Naja, Sie sagen, Sie haben zusammen mit den Angehörigen gewartet. Ja, wann war das eigentlich? 10, 10:30 vielleicht. Ah ja, dann sind Sie runter in die Wohnung. Ja, Fräulein Seilbach war so aufgeregt und sie wollte nicht alleine bleiben. Ja, ist ja verständlich. Und wann sind Sie wieder rauf? Ich habe mich auf die Uhr gesehen. Ungefähr. Noch eine knappe Stunde vielleicht. Ich bin dann wieder raufgegangen, weil ich arbeite an meiner Diplomarbeit. Ah, ja. Hat er selber mal über seine Tätigkeit gesprochen, über Details, wie viel Geld er zur Bank bringt und von wo? Nein, das hätte seiner Auffassung von Korrektheit widersprochen. Glauben Sie, dass er irgendwann mal Angst gehabt hat, überfallen zu werden? Davon hat er mir nie was gesagt. Kennen Sie irgendwelche Freunde oder Bekannte von ihm? Bin ich überfragt. Ich bin ab und zu mal zum Kartenspielen runtergegangen, um mich abzulenken, aber was er sonst für einen Umgang hatte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, na, ich würde mich gerne in der Wohnung umsehen. Umsehen? Hier in der Wohnung? Ja. Na, wenn es nicht passt, sagen Sie auch nein. Dann lasse ich's. Nein, wieso? Ich habe nichts zu verbergen. Ist das der einzige Raum hier? Ja,
Kochgelegenheit ist in der Diele und Toilette ist links. Gibt es einen besonderen Grund, dass Sie die Wohnung durchsuchen? Aber es ist doch keine Durchsuchung. Wie nennen wir das denn sonst? Bei einer Durchsuchung, die sieht ganz anders aus. Da bleibt hier kein Stein auf dem anderen. Na, ich habe nichts zu befürchten. Ist doch gut. Das wäre schon. Geh mal. Kann sein, dass wir Sie noch mal brauchen. Wahrscheinlich sogar. Sind Sie immer zu erreichen? Ja, ja, natürlich. Danke. Muss ich die ganze Zeit in meiner Wohnung bleiben? Ach, nein, natürlich nicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Was für Fehler mache ich? Nichts als Fehler. Die Tasche. Warum habe ich sie nicht gestern Abend schon weggebracht? Und den Schuh. Wie konnte ich nur den Schuh vergessen? Und das Geld. Bin ich denn verrückt geworden, dass ich das Geld hier lasse? Natürlich, er benimmt sich merkwürdig, aber es ist ein gutes Recht, sich merkwürdig zu benehmen. Geht auf Strümpfen die Treppe runter. Wenn schon, er hat ein Alibi. Er hat in dieser Wohnung auf Seibach gewartet. Das ist die Tatsache, die zählt. Sie sehen, ich war von Ihrer Ausgangserlaubnis sofort gebraucht. Verstehst du sowas? Wie benimmt er sich? Merkwürdig. Sag ich ja. Hallo Harald, was sehe ich? Whisky am helllichten Tag? Hast du den Auftrag vom Verlag? Nein, nein, du, den trinke ich, weil ein Hausbewohner von mir, ein Mann, mit dem ich ab und zu mal Karten gespielt habe, der ist ganz plötzlich gestorben. Es tut mir aber leid. Ja, ganz plötzlich, es war ein Unfall. Ein Autounfall? Wieso ein Autounfall? Naja. Ach so, ich verstehe, das ist das Erste, woran man denkt, wenn man das Wort Unfall hört. Zahlen bitte. Du, sei nicht böse, ich muss los. Mach's gut. Habe ich dich gestört? Nein, nein, wieso? Überhaupt nicht. Es geht um diese Tasche. Ist eine solche Tasche bei Ihnen in der letzten Zeit verkauft worden? Ja, ich habe so eine Tasche verkauft. Vor ungefähr 2 Tagen an einen jungen Mann. Mhm. Danke, meine Damen. Könnte es diese Tasche gewesen sein? Ob es diese ist, kann ich nicht genau sagen, aber es war das gleiche Fabrikat. Können Sie den jungen Mann beschreiben? Beschreiben? Wie soll ich den beschreiben? Wissen Sie, ich habe mir den gar nicht so genau angesehen. Es kommen so viele Leute täglich. Ja, würden Sie ihn denn wiedererkennen? Tag. Tag? Wir brauchen Ihre Hilfe, Herr Hohn. Meine Hilfe? Ja, hat sich da ein Verdacht ergeben. Verdacht gegen wen? Gegen einen jungen Mann, der im Supermarkt arbeitet. Er kennt die Verhältnisse da ganz genau und war auch mit Seibach gut bekannt. Wie hat er sich denn verdächtig gemacht? Ja, wie hat er sich denn verdächtig gemacht? Auffälliges Interesse für Seibach. Oh. Außerdem ist er auf dem Hof gesehen worden, kurz vor dem Überfall. Gut. Haben Sie ihn schon verhaftet? Nein, er leugnet ja noch. Aber es gibt eine Möglichkeit, ihn zu überführen. Wobei er uns helfen könnte. Ja. Ich? Ja. Täter hat eine Aktentasche gekauft und wir wissen jetzt auch wo. Ja, nun wollen wir den jungen Mann der Verkäuferin gegenüberstellen. Sie sollte ihn eigentlich unter 6 Personen zweifelsfrei erkennen können, die alle ungefähr die gleiche Größe, das gleiche Alter haben. Und unter 6 Personen? 6 Personen. Da kämen Sie als Vergleichsperson in Frage. Hm? Na, das tut mir leid, aber Sie wissen ja, ich bin mitten in der Diplomarbeit. Aber es dauert doch nur eine halbe Stunde, wir im Wagen unten. Wir bringen Sie mit dem Auto zurück, gar keine Affäre. Es tut mir leid, aber Sie werden auf mich verzichten müssen. Aber Sie sind doch ein Freund der Familie, ne? Ja, aber nein. Nein, nein, das weigern Sie wirklich? Nein, das glaube ich nicht. Sie kommen mit, hm? Daran wird seine Diplomarbeit nicht scheitern. Nein. Nein. Sie kommen mit? Hm? Sie haben keine andere Wahl. Keine andere Wahl. Wir nehmen einfach mit. Wir nehmen einfach mit. Es dauert nur eine halbe Stunde, wissen Sie? Wir bringen Sie mit dem Auto zurück, dürfen Sie auch vorne sitzen. So, bitte warten Sie da. Bis Gott. Ja, ist es, Stefan. Der ist es. Jetzt glaube ich es auch. Ja, den hätten wir es ja. Ja, ja.
Bitte. Ja, vor dem brauchen Sie keine Angst zu haben. Wenn Sie sich da drüben hinsetzen. Guten Tag. Bitte? Sie werden ganz im Dunkeln sitzen, also keine Sorge. Es wird Sie niemand erkennen. Wer ist denn hier der Verdächtige? Ich denke, Sie sind es. Nein. So, es kann losgehen. Ja. Gehen Sie bitte nacheinander rein und stellen Sie sich in einer Reihe auf. Moment. So. Ist er dabei? Sagen Sie mir die Nummer. Ich weiß es nicht. Wir lassen Sie sich Zeit. Ich habe mir wirklich nicht so genau angesehen. Danke, meine Herren. Das ist gut. Das ist wirklich nicht. Das sind zwei, die vielleicht in Frage kämen. Zwei ist schlecht. Tut mir leid. Es macht nichts. Jedenfalls besten Dank. Bitte schön. Schade. Hä? Schöne Pleite. Ja, wo? Kommen Sie herein, Herr Rohn. Kann ich jetzt gehen? Ja, die anderen Kandidaten sind schon alle weg. Warum hat man mir nicht Bescheid gesagt? Das Ganze hat wohl meinetwegen stattgefunden. Ja, denken Sie an. Die Sache hat wohl nur nicht ganz funktioniert. Nicht ganz. Die Verkäuferin konnte sie nicht identifizieren. Nein? Nein. Was sie wohl hoffentlich nicht wundert. Sie konnte mich nicht identifizieren, weil ich es nicht war. Ich habe keine Tasche gekauft, das ist die Erklärung. Also dann. Dann kann ich jetzt gehen. Lena! Ich habe auf Sie gewartet. Auf mich? Was ist denn los? Kommen Sie noch rein. Lesen Sie das. Hausdurchsuchungsbefehl. Ja. Ihren Wohnungsschlüssel, bitte. Mein Wohnungsschlüssel?
Aber warum denn? Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass wir Sie in Verdacht haben, Herrn Seibach überfallen, schließlich ermordet zu haben. Wir haben nichts damit zu tun. Wir glauben davon kein Wort. Aber Sie haben doch gesagt, die Verkäuferin hat mich nicht erkannt. Ja, stimmt schon. Aber da gibt es noch ein paar Anhaltspunkte. Und die haben dem Staatsanwalt für diese Anordnung gereicht. Also können Sie Ihren Schlüssel. Was für Anhaltspunkte? Noch weitere Schlüssel? Ja. Schränke, Fächer abgeschlossen? Nein, es ist alles offen. Aha. Sie können dabei sein, müssen aber nicht. Wir stehen zu unserem Wort. Ich finde den Verdacht der Polizei unglaublich. Eugen auch. Die sind doch verrückt, oder? Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Ruhm. Die sind wirklich verrückt. Was wollen denn die da finden? Ich glaube, wir werden nichts finden. Der Junge ist clever genug. Er lässt bestimmt nichts liegen. Meine Meinung ist durch lange Jahre der Erfahrung bestätigt, für Verbrechen ist niemand clever genug. Kommen Sie ruhig herein. Na, haben Sie was gefunden? Ja, das kann man wohl sagen. Kann ich das Heft mal haben? Bitte? Filzstift brauche ich auch. Ja, bitte. Na, hier ist der eine. Sein? Der Mann, der Seibach überfallen hat, trug eine Kapuze. Selber angefertigt. Na, wo hätte er so ein Ding schon kaufen können? So, und das sind die Überreste Ihrer Schneiderarbeit. Das, was Sie für die Augenlöcher herausgeschnitten haben. Das ist doch eine Unterstellung. Das denken Sie nur. Das können Sie gar nicht beweisen. Wo ist denn die Kapuze? Haben Sie die gefunden? Nee. Die haben wir noch nicht gefunden. Ja, die müssen Sie aber haben. Und dann müssen diese Stücke da hineinpassen. Sie verstehen mich falsch, Herr Ruhm. Das sind sicher keine Beweisstücke, die das Gericht dann erkennen wird. Sicher nicht. Aber ich weiß jetzt, dass Sie der Mann sind, der Seibach überfallen hat. Und mit Sicherheit sind Sie auch der Mann, der ihn ermordet hat. Ich weiß es. Und jetzt... Jetzt wird's ganz trostlos für Sie. Und sonst haben Sie nichts gefunden? Nein, sonst nichts. Alles in Ordnung. Außer... dass ich jetzt weiß, dass Sie Seibachs Mörder sind. Sehen, wie Sie weggefahren sind. Was geht mich das denn an? Was wollen Sie denn andauern von mir? Lassen Sie mich doch in Ruhe! Lena? Haben Sie erschreckt? Wieso erschreckt? Wenn Sie im Moment mal mitkommen. Wozu und wohin? Steigen Sie ein. Worum handelt es sich? Um eine Vernehmung? Na, Brüderschaft werde ich mit Ihnen trinken wollen.
Dann lass mich doch wenigstens noch einsteigen. Sie können mich nur vernehmen, wenn Sie neue Anhaltspunkte haben. Haben Sie die? Wenn Sie die nämlich nicht haben, werde ich mich über Sie beschweren. Nicht aufregen, schadet der Gesundheit. Wie steht's denn damit? Was meinen Sie? Sind Sie gesund? Ich verstehe die Frage nicht. Wir haben in Ihrem Waschraum Medikamente gefunden. Medikamente? Ja, Medikamente. Ja, ich habe ab und zu mal Halsschmerzen. Bringen Sie mich denn eigentlich hin? Was soll ich hier? Was ist das hier? Na, hören Sie mal. Sie kennen diesen Hof nicht? Sie haben doch gehört, was Sie gefragt worden sind, ob Sie diesen Hof hier kennen. Ist das der Hof, in dem Seilbach überfallen worden ist? Siehst du? Wir kennen also doch. Ja, das ist er. Steigen Sie aus. Und das ist die Stelle, wo Seilbachs Wagen gestanden hat. Sie müssen es doch eigentlich wissen, ne? Wieso muss ich das wissen? Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln, als sei ich der Mörder. Hier also, hier kam Seilbach heraus, von dort ging zu seinem Wagen und schloss die Wagentür auf. Und in dem Augenblick kommt der Lausekerl mit der Kapuze und reicht die Tasche an sich. Warum erzählen Sie mir das? Mich interessiert das nicht. Nicht? Na, ob Sie es interessiert oder nicht, zu hören müssen Sie schon. Der Täter rannte also mit der Tasche davon. Nun kommen Sie mal mit. Wohin er rannte, steht ziemlich genau fest. Aha. Na kommen Sie, durch diesen Durchgang da vorne. Gibt's Zeugen dafür? Der Lümmel hatte sich alles genau überlegt, aber eine Sache ist nie klarer geworden. Wozu eigentlich eine zweite Tasche? Für den Täter gab's nur eins. Lauf, lauf, laufen, so schnell wie möglich weglaufen. Wollte er mit der Tasche, die er hier fallen ließ, etwa die Verfolger aufhalten? Was meinen Sie? Na, ich will nicht schon wieder sagen, Sie müssen es eigentlich wissen. Keine Ahnung. Ja, vielleicht? Er hat eine Idee. Kommen Sie. Die Tasche lag da vorne, sodass es also sicher schien, der Täter ist über den Hof auf die Straße rausgelaufen. Aber möglicherweise ist er gar nicht auf die Straße raus. Naja, dann müsste er ja... Ach, du meinst, er ist da ins Haus gegangen. Was ist denn das für ein Haus? Da wohnt ja ein Arzt drin. Dr. Bonsmann. Bonsmann, Bonsmann, Bonsmann. Der Name kommt mir so bekannt vor. Ihnen auch? Kommt der Name Ihnen auch bekannt vor? Na, jetzt müssen Sie antworten. Das ist eine Vernehmung. Dr. Bonsmann? Keine Ahnung. Sag's ihm, Harry. Ja, wir haben ein Rezept gefunden in Ihrer Wohnung auf dem Schreibtisch. Ausgestellt von Dr. Bonsmann. Sollte das dieser Dr. Bonsmann sein? Antwort. Ja. Ja, die Adresse habe ich von Herrn Seilbach bekommen. Ich habe ihm gesagt, ich habe immer solche Halsschmerzen. Und dann hat er gesagt, er weiß einen guten Arzt. Na, und so bin ich an die Adresse gekommen. Mhm. Das Rezept ist ausgestellt an dem Tag, an dem Seilbach überfallen wurde. Wollen Sie mir den Tag vorschreiben, an dem ich zum Arzt gehen darf? Aber Sie waren hier an diesem Tag. Und das haben Sie nie gesagt. Warum denn nicht? Ach, warum? Warum? Sie legen mir sowieso immer alles falsch aus. So, dann gehen wir mal rauf. Entschuldigung, Sie dürfen mir da mal ran. Danke. Lassen Sie die Tür zu. Entschuldigung. Es zieht. Ja, ja. Was sagst du denn dazu? Alles klar. Großartige Idee. Hm. Mit der Tasche hat er vorgetäuscht, dass er auf die Straße hinausgelaufen ist. Und dabei ist er in aller Ruhe hier zum Arzt raufgegangen. Hm. Genial. Nicht schlecht. Der nächste, bitte. Sie kommen doch noch gar nicht. Wir haben nur ein paar Fragen, es dauert nicht lange. Unverschämtheit, drängt Sie einfach vor. Sie brauchen nicht nachzusehen, ich erinnere mich genau. Ich habe Herrn Rohn gerade behandelt, als die Geschichte da unten im Hof passiert ist. Wir sind noch zusammen ans Fenster gegangen und haben hinuntergesehen. Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Ja, das ist aber schon eine ganze Menge. Na, wie stehen Sie jetzt da? Prima. Jetzt sind wir noch ein bisschen mehr davon überzeugt, dass Sie der Täter sind. Der Täter und der Mörder. Wieso? Es wäre doch das Natürlichste von der Welt gewesen. Sie hätten uns gesagt, ich war dabei. Ich habe alles gesehen. Ich war oben bei Dr. Bonsmann. Wir sind noch ans Fenster gegangen. Vom Fenster aus kann man direkt in den Hof sehen. Warum haben Sie das nicht gesagt? Warum? Das spielt doch hier gar keine Rolle. Wichtig ist, dass hier eine Aussage vorliegt, an der Sie nicht vorbeigehen. Tun wir nicht. Tun wir ganz bestimmt nicht. Brauchen Sie mich noch? Nein, nein, nein. Sie können gehen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der Arzt ihm auch noch ein Alibi gibt. Aber ich denke, es ist doch ziemlich klar, wie es war. Ne? Natürlich. Rohn lief nach dem Überfall sofort rauf ins Wartezimmer. Und die Tasche mit dem Geld? Irgendwo abgestellt, oben beim Arzt.
geht er in aller Seelenruhe nach Hause. Aber Seibach, der muss eine Ahnung gehabt haben. Irgendwie hat er gefühlt, es könnte Ron gewesen sein. Aber er war sich doch nicht ganz sicher. Nein, sonst hätte der Polizei ja was gesagt. Geht also nach Hause. Geht aber nicht in seine Wohnung, sondern ein Stockwerk höher zu Ron. Dort wird er umgebracht. Und mitten in der Nacht trägt er ihn runter auf die Straße und legt ihn vor seine Haustür. Und das alles, das können wir nicht beweisen. Wer ist denn da? War es ungefähr um diese Zeit? Was meinen Sie? Ja, es muss doch ungefähr um diese Zeit gewesen sein, als Seibach zu ihm kam. Seibach? Ja, Seibach. Er kam herein und sagte, waren Sie es? Sie waren es, der mich überfallen hat, der mich beraubt hat. Und er ging mit in Ihr Zimmer. Und er sagte, ich habe Sie erkannt. Wie kommen Sie darauf? Nein, das stimmt nicht. Dann haben Sie Seibach umgebracht. Hier, in diesem Zimmer. Wo hat er gelegen? Ich sage Ihnen, zeigen Sie mir die Stelle. Aber ich sage Ihnen doch, das stimmt nicht. Als Seibach auf dem Fußboden lag, da... Na, gehen Sie. Öffnen Sie. Aber er muss doch hier sein. Er hat doch Licht an. Herr Ruhn? Machen Sie die Tür auf. Und Lena sagte, was sagten Sie? Entschuldigen Sie bitte, Herr Ruhn. Sie haben doch noch nicht geschlafen. Mein Vater ist überfallen worden. Und ich sagte, ob du vielleicht mit uns runterkommst in unsere Wohnung. Was soll das? Was soll diese Vorstellung? Sie waren genauso aufgeregt, wie Sie es jetzt sind. Denn hinter Ihnen liegt ein Toter im Zimmer. Sie fantasieren. Und dann sind Sie mit hinuntergegangen. Tun Sie es. Moment. Aber ich weiß nicht, was Sie sich davon versprechen. Damit erreichen Sie gar nichts. Ein Toter bei mir in der Wohnung? Sie werden sich bei mir entschuldigen müssen. Was ist denn das für ein Schlüssel, Harry?